Herzlich willkommen zur zweiten digitalen Kensi-Tübingen-Führung. Wir starten an einem Ort, den Sie schon kennen von unserer Führung über die Stadtbücherei, nämlich an einem Ort, wo auch einmal die Volksbibliothek untergebracht war. Jetzt werden Sie denken, warum denn das? Wir starten hier nicht wegen der Volksbibliothek, sondern weil hier das Amtsgericht untergebracht war und man von hier aus eine Treppe, die Sie sonst nicht gehen können, die sogenannte Delinquententreppe, hochgeht ins Schloss. Und damit sind wir beim Thema, das Schloss Hohentübingen, die Geheimnisse in und um das Schloss werden wir Ihnen heute vorstellen und tatsächlich Ihnen Orte zeigen, die Sie sonst nicht zu sehen bekommen, mit ganz vielen Beteiligten, unter anderem auch dem Direktor der Sammlungen im Schloss, des MUT, aber auch, und den stelle ich Ihnen jetzt zunächst einmal vor, eigentlich braucht man ihn in Tübingen nicht vorstellen, das ist der Stadtarchivar Udo Rauch, der uns zunächst berichtet über die Delinquenten, die hier einen schweren Gang wahrscheinlich hochgegangen sind zum Schloss. Und damit gebe ich ab. Und wie gesagt, es werden uns auf dieser Führung heute einige begleiten, aber wir beginnen mit Udo Rauch. Danke. Ja, wir stehen hier im Hof der Neckarhalde 30. Unmittelbar benachbart befand sich ja bis ins frühe 19. Jahrhundert noch der Hirschauer Torturm. Und das Gebäude, vor dem wir stehen, das sitzt ja hinten auf der Stadtmauer. Und die Stadtmauer zieht sich ja dann noch ganz ungestört bis auf den heutigen Tag hinauf zum Schloss. Das ist eine der großen Schenkelmauern, die sich noch erhalten haben. Ja, dieses Gebäude hier hat eine unglaublich vielfältige Geschichte. Es war ursprünglich mal ein Verwaltungsgebäude, als solches ist es wohl errichtet worden. Und später hat man dann hier eine Münze eingerichtet. Es gab hier die Wohnung für den Münzmeister, es gab eine Prägeanstalt und der Herzog von Württemberg hat hier also sein Münzgeld prägen lassen. Im 19. Jahrhundert hat dieser mächtige Bau dann aber seine Aufgabe verändert. 1808 hat man hier das Amtsgericht eingerichtet. Und das war dann fast 100 Jahre lang in diesem Gebäude hier in der Neckarhalde beheimatet. Bis 1905, bis dann in der Doblerstraße das Landgericht, das Justizgebäude gebaut wurde. Nun, dieses königlich-württembergische Oberamtsgericht, wie es im vollen Titel heißt, das brauchte natürlich ein Gefängnis. Die Frage war, wohin damit? Ganz benachbart steht ja noch der alte Diebsturm, den man ja auch hier unschwer entdecken kann. Aber dieser Diebsturm, der war alt, baufällig und vor allen Dingen war er zu klein. Der schied also sehr schnell aus als Unterbringungsmöglichkeit. Und dann kam man 1824/25 auf die Idee, ein neues Kriminalgefängnis einzurichten im Fünfeckturm da oben auf dem Schloss. Das war zwar nur wenige Meter entfernt, Luftlinie eigentlich, aber das geht sehr steil darauf und man brauchte dazu eine Treppe, die neu gebaut werden musste mit 172 Stufen. Und weil dort die Delinquenten, also die Missetäter, immer hoch und runter geführt wurden vom Amtsgericht, wenn die Verhandlung war, wieder zurück in das Gefängnis und umgekehrt, hieß diese Treppe bald die Delinquententreppe. Was aber viele nicht wissen ist, dass diese alte Delinquententreppe bis auf den heutigen Tag sich erhalten hat. Ja, dass sie sogar noch begehbar ist und man sich allerdings da etwas durchschlagen muss. Sie ist sehr steil. Ich glaube, wir müssen auf unseren Kameramann nachher Acht geben, dass uns der nicht auf der Treppe dann abstürzt. Aber jetzt folgen Sie mir einfach und wir schauen, wo es losgeht. Diese unauffällige Gartenpforte ist natürlich in der Regel verschlossen. Also nicht, dass jemand auf die Idee kommt, sich Zutritt zu verschaffen.
Und wir werden also hier die Treppe begehen. Das sind diese 172 Stufen, die dann nach oben führen. Und oben zu Füßen des Fünfeckturms wird uns der Museumsleiter, Museumsdirektor Professor Ernst Seidel willkommen heißen und wird uns in das Schloss dann hoffentlich einlassen. Hier sieht man überall Reste der alten Weinbergmauern. Und hier hat man schon mal einen ersten Blick auf den Fünfeckturm. Also hier stehen wir, oder ich stehe, mitten im herrschaftlichen Schloss Weinberg, wie das früher hieß. Es ist heute noch im Landesbesitz, allerdings jetzt verpachtet. Ich denke an die Anwohner hier in der benachbarten Neckarhalde. Unterwegs haben wir ja schon einige dieser Weinbergmauern gesehen. Und auf allen historischen Stadtansichten kann man erkennen, dass zwischen den Schenkelmauern vom Schloss herunter und der eigentlichen Stadt hier in früher Zeit Weinberge waren. Dieser Weinberg, der reichte im Süden bis an die Stützmauer der Neckarhalde, und die dann steil abfällt. Und es war hier natürlich unglaublich steil und mit Sicherheit eine der besten Lagen hier, die es in Tübingen gab. Allerdings natürlich sicher sehr, sehr unbequem zu bewirtschaften. Auf der anderen Seite, da oben, residierte natürlich der Schlossherr. Das waren der Burgherr am Anfang. Das waren die Pfalzgrafen von Tübingen, später der Herzog von Württemberg. Und das war natürlich unmittelbar benachbart. Der Wein konnte hier auf dem eigenen Grund des Stadt- und Schlossherrn da angebaut werden. Schon in den ältesten Lagerbüchern ist davon die Rede, dass es hier den Burgweingarten gäbe, später dann der Schlossweinberg. Und im 18. Jahrhundert hat man allerdings diese hervorragende Lage aufgegeben, sicher überwiegend wegen der unbequemen Bewirtschaftung. Ja, in diesem Schlossweinberg kam es 1647 zu einer heftigen kriegerischen Auseinandersetzungen. Das war das vorletzte Jahr im Dreißigjährigen Krieg. Die Stadt hatte sowieso schon heftig gelitten. Ein Drittel der Einwohner war bei Pest und anderen Seuchen weggestorben. Und nun rückte der Krieg ganz, ganz nahe mitten in die Stadt hinein. Der Dreißigjährige Krieg, man gräbt in seinem Gedächtnis, war ja eigentlich ein Religionskrieg. Aber je mehr, also die Katholischen gegen die Evangelischen oder umgekehrt. Aber im Laufe dieser langen, langen Kriegszeit trat es immer mehr in den Hintergrund. Und es ging eigentlich nur noch um Territorialpolitik, um die Durchsetzung von Machtpolitik. Und gerade das sieht man in Tübingen ziemlich gut. Oben im Schloss saßen damals die Bayern. Gut katholisch, nehme ich an. Unten in der Stadt die sich bekriegenden Franzosen, auch gut katholisch, aber liiert mit den evangelischen Schweden und auf deren Seite. Die Stadt dazwischen versuchte zu verhandeln, versuchte zu vermitteln, hat versucht, Leib und Leben zu retten. Das war allerdings alles vergeblich. Es gibt ja sogar einen ganz, ganz interessanten Stich aus der Zeit, wo man sieht, wie die Franzosen vor der Stadt lagern, wie sie dort die Kanonen aufgebaut haben, wie sie auf die Stadt und auch vor allem auf das Schloss schießen. Und dann sieht man aber oben im Schloss die Bayern ebenfalls mit ihren Kanonen. Die schießen auf die Stadt runter. Dann hat es in der Stadt angefangen zu brennen. Die Tübinger haben dann immer schnell diese Feuer wieder löschen können. Und so ging das 4 Wochen lang hin und her. Keine der beiden Seiten war erfolgreich.
In diesem Moment haben die Franzosen angefangen, hier diesen kompletten Südhang zu unterminieren. Die haben Tunnels gegraben. Fast fühlt man sich erinnert wie an den Ersten Weltkrieg. Man hat also hier unterirdische Gänge gegraben, war dadurch geschützt. Die Bayern oben im Schloss konnten nichts dagegen unternehmen. Die haben natürlich im Laufe der Zeit kapiert, was hier vor sich geht. Und sie haben dann angefangen, unterirdische Gräben anzulegen und den Franzosen versucht, entgegenzugraben. Das soll sogar schon so weit gegangen sein, dass die sich gegenseitig sprechen hörten. Hat alles nichts genützt. Am 14. März des Jahres 1647 zündeten die Franzosen den Sprengstoff, den sie unter den Fünfeckturm platziert hatten, unter den Vorgängerturm des Fünfeckturms, Entschuldigung, platziert hatten. Und dieser Rundturm, der ist dann in sich zusammengebrochen. Der hat noch einen tiefer gelegenen Turm, den sogenannten Schieferturm, etwas kleineren Turm, mit sich genommen. Und die ganzen Steinmassen stürzten also in die Neckarhalde hinunter, verschütteten die Häuser da unten, die Straße, da kam man auch nicht mehr durch. Ein fürchterlicher Zustand. Damals ist zum Beispiel auch das Haus des berühmten Professors Wilhelm Stickart, der die Rechenmaschine erfunden hat, zerstört worden. Nun, nach dem Krieg hat es Jahre gedauert, bis sich die Stadt, bis sich auch das Herzogtum wieder erholt hat. Und 20 Jahre später beginnt man erst hier im Gelände die Trümmer zu beseitigen. Man beschließt, einen neuen Turm aufzubauen, jetzt den Fünfeckturm im Stil der Zeit, damals modern gehalten, eine Bastion, die weit vorspringt ins Neckartal. Ein zweiter Turm, ein niedrigerer Turm davor, war nun gar nicht mehr erforderlich. Man sieht im unteren Bereich noch die Geschützscharten, da waren also Kanonen. Das sind insgesamt vier steinerne Geschosse. Man sieht, dass das Ganze massiv gemauert ist. Es sind allerdings nur Schalenwände. Man sieht diese Rustika-Quaderung, die Verstärkung an den fünf Ecken. Und ganz oben drauf war ursprünglich eine offene Halle. Das war nicht geschlossen. Später hat man das dann umgebaut und hat dann die Wände geschlossen. Aber ursprünglich war das ganz frei zugänglich. So viel dazu, dann gehen wir jetzt ein paar Schritte weiter die Treppe hinauf. So allmählich kommt mir hier ins Schwitzen. So, jetzt schauen wir mal, wie erfolgreich wir sind und klopfen mal, nachdem wir die 172 Stufen, muss kurz mal Luft holen, hier raufgelaufen sind. Und schauen wir mal, ob uns jemand aufmacht. Wer ist denn da? Ja, hallo Udo Rauch, herzlich willkommen auf Schloss Hohen Tübingen im Fünfeckturm, im Unbekannten. Bitte, komm Danke. Rein. Wunderbar. Ist dir die Mauer aufgefallen? Über 3 Meter dick. Wichtig ist ja schon mal, dass das als Festungsanlage geplant war, dieser Fünfeckturm, nach der Sprengung der anderen Türme. Und das ist eigentlich hochinteressant, dass das dann später erst zum Gefängnis umgebaut worden ist. Aber ich glaube, das wirst du uns noch ein bisschen schöner erzählen. Ich denke, das hat man bestimmt gut gefunden, dass das so stabil und dick ist, wenn man Gefangene unterbringen will. Das auch noch, genau. Wunderbar. Okay. Dann sind wir jetzt hier im Seminarraum und wir gehen dann gleich da weiter zu den Gefängniszellen. Ja, wir sind also hier im Kriminalgefängnis gelandet. Das wurde eingerichtet, wie schon gesagt, im Jahr 1825. Hier ist eine der Zellen und da steht das Einrichtungsdatum sogar noch an der Tür. Das ist die Gefängnis, die Zelle Nummer 3, 1825. Steht an den anderen Zellen, da drüben sieht man die nächste gleich.
Insgesamt waren das 4 solcher Zellen auf dieser Ebene. Und man sieht, wie schwer die armiert sind. Das sind sicher Eichenbohlen, die mit Eisen schwer armiert sind. Man sieht, dass 3 Schließmechanismen vorhanden sind. Hier diese 3 Angeln, die man da hat. Und in der Mitte dann das Schloss. Ja, 4 Zellen hier und ein Stock höher, nochmal 4 und ein Stock tiefer war die Wohnung des Gefangenenwärters. Nun, man fragt sich natürlich, wozu diese ganze Einrichtung? Wir haben ja schon geklärt, da unten ist das Amtsgericht, da sind die verschiedenen Delinquenten, die dort immer wieder zu ihren Prozessen geführt werden müssen und wieder zurück. Es gab aber noch einen weiteren Grund. Seit 1854 wurde in Tübingen nach langer, langer Pause auch wieder hingerichtet. Es gab hier ein Schwurgericht und dieses Schwurgericht hat im Rathaus getagt. Und da sind die Gefangenen aber zwischendurch auch immer hier eingesperrt gewesen. Insgesamt gab es im 19. Jahrhundert dann ab 1854 13 Hinrichtungen in Tübingen. Es gab insgesamt 131 Hinrichtungen in Württemberg. Das Interessanteste ist, obwohl Tübingen so spät vorstößt in diese Reihe der Städte, wo wieder hingerichtet wird, hat man in Tübingen schnell aufgeholt. Tübingen führt diese Hinrichtungsstatistik in Württemberg sogar an. Nun, weil über diese Gefangenen sehr viel in den Tageszeitungen berichtet wurde, vor allem wenn sie Raubmörder waren, wenn sie schwere Verbrechen begangen haben, ist man relativ gut unterrichtet über die Frage, was hier in diesen Räumen so vor sich gegangen ist. So haben die Gefangenen in der Regel, wenn das Todesurteil gefällt war, noch ein Gnadengesuch stellen dürfen beim König in Stuttgart. Das wurde in allen Tübinger Fällen wurde das abgelehnt. Dann hat man das hier in diesen Räumen, man hat die Gefangenen dann rausgeholt, hat sie dann wahrscheinlich hier hingestellt. Das ist so eine Art Vorraum, das kann man auch sehr schön noch sehen. Dieser Vorraum, der war abgetrennt mit Staketen. Man sieht, also das war alles vergittert hier. Hier sind die letzten Staketen aus Holz, sind die noch da. Da oben sieht man, da waren auch welche. Das ist natürlich später entfernt worden. Das war so eine Art Sicherheitsschleuse, muss man sagen. Da sind wahrscheinlich auch Gegenüberstellungen gemacht worden. Verhöre sind vielleicht auch hier gewesen. Auf jeden Fall hat man dann die Gefangenen aus der Zelle geholt, hat mit ihnen hier sprechen können. Da waren dann die Verwandten da zum Schluss nochmal, da ging es ja dann nur noch um wenige Stunden, die sie leben durften. Hier wurde Abschied genommen von Kindern, von Müttern, von Vätern und so weiter. Dann kamen Geistliche, es war auch immer das gleiche Prozedere, je nachdem ein evangelischer oder ein katholischer Geistlicher. Der Letztere hat wahrscheinlich dann die Beichte noch einmal abgenommen, der Evangelische hat Beistand geleistet, bis eigentlich in die letzten Stunden vor der Hinrichtung hinein. Man hat immer aus den Zeitungsberichten den Eindruck, dass es darauf ankam, dem Sünder noch eine letzte reuige Stellungnahme abzunehmen. Und viele von denen haben tatsächlich noch zur Feder gegriffen von diesen Raubmördern, haben etwas geschrieben, so zum Beispiel 1864 der Franz Jakob Mühleisen aus Ehningen unter Achalm. Er hatte eine alte Frau in Reutlingen umgebracht, aus reiner Geldgier. Und der hat dann tatsächlich unter dem Einfluss seines Geistlichen noch einen Brief geschrieben, der dann seiner Heimatgemeinde in Ehningen von der Kanzel in der Kirche herunter vorgelesen wurde. Also das waren natürlich dann so Rührstücke, die dann in der Zeitung immer breit dargestellt wurden.
dann war das immer gleich, dass morgens um 5 oder schon um 4:30 die Gefangenen hier abgeholt wurden, hier oben. Da ist eine Kutsche vorgefahren, die war verhängt mit Teppichen, sodass keiner reingucken konnte, keiner rausgucken konnte. Und dann sind die hinübergefahren worden durch die ganze Stadt auf den Österberg zur Anatomie. Die stand ja dort seit 1835. Bevor es die Anatomie gab, hat man das auf den öffentlichen Richtplätzen in Tübingen gemacht, solche Hinrichtungen. Wenn man das über die Jahrzehnte verfolgt, viele Jahre später, 1882, ein ganz ähnlicher Fall, da war es ein Jakob David Reichert, der hier also geschmachtet hat. Der war aus Endringen, der hatte ein 80-jähriges Ehepaar ermordet in Wurmlingen. Und das war eine ganz besonders die Leute anrührende Geschichte. Da sind sehr viele schon auf die Wurmlinger Kapelle gepilgert und haben dort der Beerdigung beigewohnt. Einfach aus Neugier, weil das ist natürlich spektakulär, wenn dann der Trauerzug da auf die Kapelle hochgeht und dieses Ehepaar, fast 80-jährig, dort begraben wurde. Und genauso sah es dann hier in der Stadt aus bei der Hinrichtung. Es waren unheimlich viele Menschen angereist und wollten da dabei sein. Es mussten aber immer 12 Gemeinderäte dabei sein. Die sind dann praktisch in die Anatomie reingelassen worden und mussten dort als Zeugen auftreten. Da ist immer das Rathaus angeschrieben worden, bitte, ihr habt jetzt 12 Gemeinderäte zu stellen, die müssen dahin. Und dort war dann das Schafott umzäunt mit einem 6 Meter hohen Zaun, damit da auch keiner mehr reingucken konnte. Und damals waren also trotzdem immer noch 100 Personen im Innern zugelassen. Nun, warum die vielen Hinrichtungen in Tübingen? Da muss man vielleicht nur ein Wort dazu sagen. Hier in Tübingen gibt es die Anatomie. Und diese Anatomie hat natürlich ein uraltes Privileg gehabt, seit der Gründung der Universität, dass man Leichname sezieren durfte. Und das war natürlich für die Wissenschaftler von großem Interesse, hier an Leichname zu kommen. Vor allem bei Raubmördern, wo die Familie in der Regel keinen Anspruch auf die Körper dann gehabt hat. Wir schauen uns noch eine Zelle im Innern an. Was man hier noch mal sieht, ist, wie dick diese Mauern tatsächlich sind. Wer aber glaubt, dass der Delinquent hier noch Aussicht gehabt hätte, der irrt grundsätzlich, weil laut den Plänen waren also die Gitter schon hier, ja. Also ich habe hier schon hier oben einen wunderbaren Blick und das scheint irgendein Hiwi zu sein an der Universität, der sich da sein lauschiges Arbeitsplätzle eingerichtet hat, ist natürlich spitzenmäßig heute. Ich sehe über das ganze Neckartal bis nach Weilheim da, aber für den Gefangenen damals war hier Schluss. Der konnte also hier nicht rausgucken. Das Einzige, was er erhaschen konnte, war vielleicht ein Stück blauer Himmel. Das war alles. Ja, noch ein paar Worte zur weiteren Geschichte dieses Fünfeckturms. Das Kriminalgefängnis war ja bis 1905, zog dann zum Justizgebäude. Dann hat man hier eigenartigerweise Studentenbuden eingerichtet, vorm Ersten Weltkrieg noch. Theologen sollen hier sehr gerne Quartier gefunden haben. Es heißt, manche davon hätten gegen die Wände gepredigt, um zu üben. Ja? Die mussten da drüben in der Schlosskapelle auftreten und die dicken Mauern, die haben sicherlich das alles abgefangen, was hier an die Wand gesprochen wurde. Dann nach dem Krieg wird es Jugendherberge. Das war sicherlich eine ganz glückliche Entscheidung, weil Jugendliche hier natürlich spannend Abenteuer auf einer Burg haben konnte, in solchen Gelassenen zu wohnen. Das ist natürlich eine einmalige Gelegenheit. Dann 1933 kommt der nächste Schnitt, da zieht hier die Hitlerjugend ein. Das war dann die 12 Jahre. Und nach dem Krieg, das ist das Interessante, nach dem Krieg hat man sich tatsächlich erinnert an die alte Tradition dieses Hauses und die Franzosen haben hier ehemalige Parteigenossen eingesperrt. Das heißt also, sie haben Leute hier, die verhaftet wurden wegen ihrer NS-Vergangenheit, untergebracht, aber auch ganz harmlose
Leute, die zum Beispiel die Zonengrenze unerlaubterweise überschritten hatten, sind hier auch dann in diesen Zellen gelandet. Dann nach dem Krieg, später ist das Denkmalamt eingezogen und zum Schluss hat dann die Universität dieses Gebäude für ihre Zwecke übernehmen können. So viel zur kuriosen Geschichte des Fünfeckturms und heute befindet sich hier in dieser Etage ein Teil des Instituts für Ohren- und Frühgeschichte der Universität. Und wir fragen unseren Mitarbeiter Matthias Blessing, was er hier so macht und wie er sich hier so fühlt. Hallo Matthias Blessing. Hallo. Wie ist es denn eigentlich so, wenn man im ehemaligen Gefängnis arbeitet? Es ist im Winter sehr angenehm und im Sommer noch viel angenehmer, weil es hier schön kühl ist. Die Wände sind super dick. Gefühlt 10 Meter. Mhm. Und ansonsten ist ja mittlerweile relativ offen hier. Wir kriegen das eigentlich bis auf die super schweren Türen gar nicht richtig mit, dass das früher mal ein Gefängnis war. Man konzentriert sich auf die Arbeit. Ich habe auch gemerkt, dass die Wände sehr dick sind, weil wir sind die Delinquententreppe hoch. Draußen ist es unglaublich heiß. Ja. Und man ist sofort im Kühlen hier im Turm. Das ist sehr angenehm. Wunderbar. Genau, wunderbar. Ja, es ist wunderbar hier. Genau. Und Sie arbeiten an Ihre Promotion? Oder? Genau. Ah, wunderbar. Ich bin gerade dabei, meine Promotion abzuschließen. Ich schreibe gerade die letzten Seiten. Ich würde gerne sagen Sätze, aber es sind noch Seiten. Und meine Promotion geht über die Entwicklung von modernen Verhaltens in der Steinzeit in Afrika und in Europa. Okay. Deshalb kann ich Ihnen auch gar nicht so jetzt großartig Objekte zeigen, in denen ich arbeite, weil mein Material ist in Südafrika. Und das habe ich hier die letzten 3 Jahre gemacht. Wunderbar, ja. Aber es ist schön zu hören, das Licht am Ende des Tunnels ist sichtbar. Es ist sichtbar. Sehr gut. Dann wünsche ich toi toi toi, alles Gute für die Abgabe und bis bald. Dankeschön. So, und hier haben wir nochmal Gefängnisräume im oberen Stockwerk. Hier befindet sich die ethnologische Sammlung. Hier sieht man wunderbar die verschiedenen Gitterpfähle. Hier sieht man die wunderbare Bruchkante des weggesprengten Südostturmes des Schlosses. So, und wir verlassen jetzt den Fünfeckturm und gehen um das Schloss, in das obere Schlosstor, in das Museum Alte Kulturen und dort in die ägyptische Abteilung, von wo aus wir gucken, wie weit wir bis zum Riesenfass kommen. So, und hier geht es jetzt in einer kleinen Wendeltreppe in den Kellerraum, wo das älteste Riesenfass der Welt steht, im Schloss von Tübingen. So, wir kommen jetzt eine kleine versteckte Wendeltreppe hier runter und kommen bis zur letzten versteckten Türe zum großen Schlosskeller, der unter dem Rittersaal des Schlosses Hohen Tübingen liegt. Und da drin haben wir das älteste Riesenweinfass der Welt mit etwa 85.000 Litern Fassungsvermögen. Wir dürfen leider nicht in den großen Schlosskeller, da es dort eine Fledermauskolonie gibt, die wir im Sommer nicht stören dürfen. Besuchen können Sie das älteste Riesenweinfass nach Anmeldung. Es gibt bestimmte Führungen von 1. November bis 15. März, also in der Wintersaison. Das Riesenweinfass ist deswegen so interessant in Tübingen, weil wir lange Zeit nicht genau wussten, wie alt es ist. Wir haben immer angenommen, es sei das älteste Riesenweinfass und mein Kollege Edgar Birende hat im Hauptstaatsarchiv in Stuttgart
das Rechnungsbuch aufgetan, mit dem sich eindeutig beweisen ließ, dass dieses Fass 1549 erbaut oder errichtet wurde und damit sozusagen älter als beispielsweise das Gönninger Weinfass in Halberstadt und natürlich auch die Weinfässer beispielsweise in Heidelberg. Interessant ist es kulturhistorisch, dass man solche riesige Fässer begann in der Frühneuzeit zu bauen. Sie müssen sich vorstellen, in diesen Keller kamen die wenigsten Leute außerhalb des Hofes, des herzoglichen Hofes. Und warum baut man so etwas, wo es ohnehin nicht ganz klar war, ob diese Fässer überhaupt dicht gemacht werden konnten? Weil es ist ein immenses Gewicht und es ist auch umstritten, ob das Tübinger Weinfass jemals Wein enthielt. Allerdings ist es ein Repräsentationsmotiv. Sie müssen sich vorstellen, man lädt vielleicht Kollegen als Herzog oder Fürst Kollegen ein und kann im Weinfass dann im Keller dann mit so einem Weinfass ein wenig renommieren. Und das Ganze wird dann zur Mode. Stellen Sie sich heute die großen Yachten der Oligarchen beispielsweise oder der Fußballstars vor. Man repräsentiert damit. Und wie es aussieht, begann diese Mode im 16. Jahrhundert hier in Tübingen. Jedenfalls kennen wir kein älteres dieser Riesenweinfässer, die dann später Mode wurden. Interessant auch noch, wenn Sie die alten Darstellungen Tübingens, zum Beispiel von Braun und Hogenberg, ansehen. Sie haben sehr, sehr häufig im Vordergrund, Sie haben die Schaufassade, die berühmte von Tübingen. Und im Vordergrund, sozusagen auf der Südseite des Neckars, haben Sie immer das Fass dargestellt. Das ist hochinteressant, weil das Fass haben normale Bürgerinnen und Bürger überhaupt nicht zu Gesicht bekommen. Aber wie gesagt, die Stadt hat sich damit auch repräsentiert und es war auch eine Besonderheit und der Herzog war sicherlich auch sehr stolz darauf. Dank des Kulturamtes der Stadt Tübingen, der Universitätsstadt Tübingen und Boris Palmers und dank der Kollegen gelang es uns vor wenigen Jahren, also 2018 glaube ich, dass wir den Guinness-Buch Eintrag bekommen haben und damit den Weltrekord hier einnehmen für das älteste der Riesenfässer. So, und nun gehen wir zur letzten Etappe, nämlich ins Institut für Ur- und Frühgeschichte zu den Spezialisten zum Tübinger Troja-Projekt, zur Magda Pienanschek und das Dach. Hallo, wir stören. Hallo Magda. Hallo. So, und hier ist meine Kollegin Magda Pienanschek vom Troja-Forschungsprojekt. Magda Pienanschek und ihr Kollege Stefan Blum und auch Ernst Pernitzka vom Tübinger Troja-Projekt arbeiten seit mehr als einem halben Jahr zusammen. Und zwar planen wir eine große Troja-, Schliemann- und Tübingen-Ausstellung hier auf Schloss Hohentübingen. Und Anlass ist eigentlich das 25-jährige Jubiläum des Museums Alte Kulturen auf Schloss Hohentübingen. Und zum Troja-Projekt kann uns Magda vielleicht ein bisschen was erzählen, wie alt es ist und was ihr so macht oder wie viele Kolleginnen ihr habt und so weiter. Wir befinden uns im Troja-Projekt. Dieses Projekt wurde gegründet in 1987. Und seit 1987 bis 2012 gab es auch die Grabungen in Troja. Diese Phase ist abgeschlossen und jetzt arbeiten wir mit dem, was wir gefunden haben. Wir machen die sogenannte Auswertung, wir bereiten die Publikationen, das ist zum Beispiel ein Beispiel davon, zwei Bände, die vor ein paar Monaten erschienen ist, das ist Troja im 2. Jahrtausend vor Christus. Und damit beschäftigen wir uns jetzt und das wird noch eine Weile dauern, bis wir alles vorbereiten, publizieren, präsentieren. Im Rahmen von dieser Ausstellung werden auch einige Ergebnisse natürlich vorgestellt. Einige Ergebnisse aus diesem Buch, wie auch andere Ergebnisse. Und auch
einige Funde aus Troja. Es handelt sich auch um Funde, die bis jetzt noch nie vorgelegt wurden. Da sind die Funde, die Institut der Ur- und Frühgeschichte und Institut der Klassischen Archäologie vor vielen Jahren bekommen haben. Da sind die Funde, die Heinrich Schliemann in Troja gemacht hat. Hier sehen Sie ein paar Beispiele. Das sind die Webgewichte aus der Frühbronzezeit. Hier sehen Sie diese Perforation. Da waren sie aufgehängt. Webgewichte sind sehr wichtig im Fall von Troja. Wir haben sehr viele davon. Im 3. und 2. Jahrtausend vor Christus. Troja war wirklich ein Ort, wo man sehr viel Textilien hergestellt hat. Also Schliemann schreibt, dass er 22.000 Spinnwürtel gefunden hat. Hier sehen Sie ein paar Beispiele. Und also dieser Teil der Produktion war in Troja sehr wichtig. Deswegen freuen wir uns sehr, dass wir auch ein paar Originalfunde in Tübingen haben. Und die werden wir während der Ausstellung zeigen. Und hier gibt es noch ein paar andere Funde, zum Beispiel ein Stößel oder ein Polierstein. Also das sind so typische Haushaltgeräte. Die Goldfunde aus Troja haben wir in Tübingen leider nicht. Die sind hauptsächlich in Moskau, im Puschkin-Museum. Aber wir haben dafür gesorgt, dass wir für die Ausstellung ein Stück aus Pforzheim bringen, und das wird unser Prachtstück der Ausstellung, nicht wahr? Wunderbar. Ich freue mich schon sehr drauf. Es wird auch ein großes Programm zu dieser Ausstellung geben, mit Vorträgen, mit internationalen Gästen, eine sozusagen Sonder-Kinderausstellung Troja for Kids. Und wir bereiten das Ganze mit Praxisseminaren vor. Ja. Jetzt sind wir mit unserem Praxisseminar im zweiten Semester. Und wir werden einen großen Katalog dazu publizieren. Also das ist noch ein bisschen Endspurt hin, und es bleibt noch spannend für uns. Ja. Ja, das war viel Arbeit, aber es hat uns alles auch Spaß gemacht. So, und die allerletzte Station bei diesem kleinen Film wird dann gleich Nikolaus Konnert sozusagen präsentieren, und zwar den Weinberg am Schloss Hohentübingen. Zum Abschluss der Führung haben wir jetzt noch etwas ganz Besonderes. Und ich bin sehr glücklich, dass Professor Nikolaus Konnert, ein Vor- und Frühgeschichtler, der berühmt dadurch geworden ist, dass er auf den Höhlen der Schwäbischen Alb eigentlich die älteste Kunst ausgegraben und entdeckt hat, die es überhaupt gibt. Ja, Sie kennen vielleicht alle die Venus vom Hohle Fels, ja, so eine ganz kleine Skulptur, sehr schön und sehr geheimnisvoll. Und ich bin Kunsthistorikerin eigentlich der Neuzeit dagegen, ja, und bin immer sehr berührt, was es für alte Kunst schon gibt. Aber er wird uns heute hier was zeigen, was jahrhundertelang sehr wichtig war für die Universität. Das war der Weinanbau. Und die Universität hatte natürlich eigene Weinberge. Und am Schloss hier direkt, ich war da auch noch nie, ich bin total gespannt, gibt es tatsächlich noch so ein bisschen Reste. Da kann er uns dann gleich erzählen von diesem Weinanbau und noch Weinreben, wo auch Trauben dran hängen. Und jetzt müssen Sie uns aber hier erst wieder reinlassen, ja, weil wir haben hier keinen Schlüssel. Ja, bitte mitkommen. Und wir laufen ein paar Schritte. Und wir sind hier am Südhang des Schlosses. Können Sie uns da mal, Herr Professor, was ist denn jetzt hier über uns? Was sind das? Das sind alle die Mauerwerke des Schlosses. Das natürlich enorme Verteidigungsmauern. Ja. Und natürlich auch das Schloss wurde hin und wieder angegriffen, wie man am Fünfeckturm sieht, dass die Franzosen am Ende des Dreißigjährigen Krieges die Turm gesprengt hat. Ja? Und natürlich ist das Schloss auch ein Verteidigungswerk, und das sieht man auch hier. Aber für den Wein ist es sehr vorteilhaft, weil sehr viel Licht und Wärme reflektiert wird. Das ist der Südhang und optimal
für Wein und seit den 90er Jahren hilft Hermann Gugel uns mit unserem Wein auch. Die Gugel ist eine alte Weinbauernfamilie. Genau, gell? Genau. Ja, und wenn man sich hier jetzt aber, bevor wir weitergehen, so umguckt, ist das hier ja Bäume. Das muss man sich als Weinberg vorstellen. Ja, ja, der ganze jetzt südexponierte Hang vom Schlossberg war Weinbau. Das sieht man auch in den alten Bildern aus der frühen Neuzeit. Und ab wann wurde hier Wein angebaut? Also so genau weiß ich das nicht, aber auf jeden Fall etliche hundert Jahre etliche vor heute. 100 Jahre. Ich kann sagen, hier seit Ende der 90er, als ich Schlossvogt war, habe ich das mit Hermann Gugel angebaut. Und wir haben gute und schlechte Jahre gehabt, aber also natürlich die guten Jahre waren ein Genuss. Und jetzt gucken wir nach dem Wein. Ja, ja, ja. Das sieht man ja schon. Ja, da hängt auch noch ein Arbeitshandschuh. Meine Handschuhe, ja, hier wurde ein bisschen gearbeitet am Wochenende. Sagen Sie uns erstmal, wie sind Sie dazu gekommen, dass Sie zuständig sind für den Wein hier? Als Vor- und Frühgeschichtler ist das. Also sagen wir so, diese drei Terrassen gehören der Uni und. Es ist so, die meisten Akademiker haben keine Zeit, die lernen und schreiben und arbeiten ständig und ich habe nichts dagegen, hin und wieder ein Glas Wein zu trinken. Ein bisschen. Ich wurde auch sehr jung berufen und ich hatte Zeit und ich habe es auch sehr geschätzt, dass ich aus den Staaten her einen Job hier bekam und hatte auch immer das Gefühl, ich soll was für die Uni machen und auch für die Stadt. Ich bin auch sehr gerne in Tübingen und überhaupt damals, die 8 Jahre, als ich Schlossvogt war, haben wir sehr viele Veranstaltungen gehabt. Ja. Ich hatte damals das Schloss und denke ich die Stadt auch repräsentiert bei den unterschiedlichen Feuerwehrkneipen. Und da habe ich Hermann Gugel kennengelernt und wir kamen ein bisschen ins Gespräch, weil wir beide gerne einen guten Wein trinken. Was für eine tolle Idee. Ja, ja, und er war natürlich Feuerwehrkommandant, denke ich, in Stuttgart, aber auch hier mitverantwortlich für unterschiedliche Sachen. Und er hat damals gesagt, Ende der 90er, dass er sich um den Weinberg kümmern wird. Wir dürfen bis zu 99 Reben pflanzen. Wenn man über 100 geht, muss man es bei der EU anmelden. Und so ist es nicht anmeldet. Es ist immer unter 100 Pflanzen und wir sind momentan, denke ich, bei 92. Ein paar haben den Hagel letztes Jahr nicht überlegen. Und was ist das für eine Sorte, für eine Rebsorte? Es ist Regent, weil es nicht gespritzt werden muss. Auch wie Sie wissen, Umweltschutz und Eidechse und so weiter sind für uns ein Thema. Aber die gedeihen eigentlich und wir haben auch manchmal sehr gute Jahre, manchmal schlechte Jahre. Ich würde sagen, dieses Jahr ist irgendwie weder besonders gut noch besonders schlecht. Und wie viel Liter Wein? Das würde ich sagen, muss man mit Herrn Gugel diskutieren. Es gibt Jahre, wo es einige hundert Liter ist, aber es gibt auch Jahre, wo es gut gar nichts. Letztes Jahr mit dem Hagel war es eine Katastrophe. Und was hat der für einen Geschmack? Ich finde es gut. Ist das Rotwein? Ein Rotwein. Ein Regent ist eine verhältnismäßig neue Sorte, wie gesagt, resistent, daher muss man nicht viel spritzen. Es ist, hat einen dunklen Ton, für mich schmackhaft und ich gebe zu, wir trinken oft Wein aus dem Mittelmeer oder Spanien, aber vor allem, wenn man lokale Gerichte, Wild oder Spätzle oder sonst was isst, ist unser Regent ausgezeichnet. Und Herr Gugel und sein Sohn Christian sorgen dafür, dass es jetzt produziert wird. Ich habe ein bisschen Ahnung von Trinken, aber weniger von Weinherstellung. Ich helfe Herrn Gugel mit beim Schnitt und beim Binden, aber er hat eigentlich die Federführung für die Produktion. Richtig toll, dass Sie als renommierter Professor mit einem wichtigen sich dem Weinbau hier noch widmen. Und ich kenne mich nicht aus, aber es ist ja eigentlich harte Arbeit, oder? Die Reben hochzubinden, dann auch die Weinlese, die Ernte. Also es ist ja nicht etwas, was man muss sich auch oft viel drum kümmern, nehme ich an. Ja, natürlich. Oder? Aber ich bin nicht zu schade dafür. Und auch Archäologie ist auch etwas, wo ich tatsächlich anpacke. Und Handarbeit stört mich überhaupt nicht. Das ist auch eine schöne Ablenkung. Nur lesen und schreiben ist auch ein bisschen einseitig. Ich muss gestehen, ich wusste das bisher nicht. Ich wusste, dass Hermann Gugel sich kümmert, aber dass das so eine ideale Kombination ist, dass wirklich ein Professor der Uni, der hier am Schloss tätig ist, das finde ich richtig schön.
Wir haben hier jetzt einen wunderbaren Abschluss gefunden, ja, für diesen Tag und Ihnen noch mal was gezeigt. Ich war hier auch noch nie, also ich habe heute so viel gesehen, was man vom Schloss wirklich nicht zu sehen bekommt. Und das wollten wir ja Ihnen bieten, Einblicke in zum Beispiel den Universitätswein und auch in diese vielen verwinkelten Räume des Schlosses, wo man eben sonst als normaler Tourist oder auch als Tübinger, Tübingerin nicht unbedingt zu sehen bekommt. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Und vielleicht haben Sie ja auch irgendwann mal die Chance, Niklas Konrad in der Stadt zu treffen und ihn auf seine zweite Tätigkeit als Weinbauer anzusprechen oder auch den Universitätswein vom Weingut Google auch mal zu trinken. Absolut. Vielen Kann Dank. Kann ich nur empfehlen. Dankeschön.